Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Tumor Takeovers. Wir schauen ja den ganzen Monat hier hindurch uns die Therapiekette an. Wie wird Darmkrebs behandelt? Wir waren bei den Gastroenterologen, wir waren bei den Radiologen, wir waren ja zuletzt auch bei den Chirurgen. Und da haben wir auch mal uns zeigen lassen, wie eigentlich so ein Darm dann operiert wird, rausoperiert wird. Aber jetzt ist ja die Frage, wir haben jetzt also dieses Stück Darm, wo der Tumor drin ist, den wir ja Gollum nennen. Das haben wir hier abgestimmt auf Social Media. Aber jetzt ist die Frage, was passiert mit diesem Darm? Und da kommen die Pathologen ins Spiel. Und deshalb war ich jetzt mal bei den Pathologen und habe da mal denen ein bisschen über die Schulter geschaut. Und ich fand den Satz, den der Direktor der Klinik für Pathologie hier gesagt hat, Professor Lorenzen, ganz spannend. Hier ist der Satz. Willkommen in meiner Welt. Denn es ist in der Tat eine ganz eigene Welt, die da sich öffnet, wenn man durch die Tür der Pathologie geht. Und deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, seitdem ich da war, die Pathologie auch mit ganz anderen Augen, weil das echt absolutes Handwerk ist, absolute Teamarbeit, wirklich eine Manufaktur, die ja den ganzen Prozess wirklich perfekt auf sich abgestimmt hat. Also wirklich super spannend und die einzelnen Etappen werde ich euch jetzt vorstellen. Ganz zu Anfang war ich ja bei dem Grobzuschnitt, kann man sagen. So, hier sind wir beim Zuschnitt. Kann man ja so sagen. Das ist der Zuschnitt. Herr Ohles, Frau Schemme, wir werden jetzt ein Präparat hier gleich bearbeiten, was gestern noch rausoperiert wurde. Genau so ist es, ja. Und ich würde sagen, zeigen Sie es einfach mal. Wie schauen Sie vor? Also die kommen eben immer in diesen Töpfen an. Das Formalin wurde jetzt im Vorfeld abgegossen. So, das ist jetzt hier ein Rektumresektat, das heißt, das ist der Enddarm, also eben die Endstrecke des Darms, zu erkennen hier an dieser Fettkapsel drumherum. Da kann man sich mal ganz gut orientieren anatomisch. Und hier eben dieser etwas glänzende Teil, dieser glänzenden Oberfläche, ist eben der Rand nach oben. Was wir jetzt erstmal machen, ist eine äußere Begutachtung des Präparates, das heißt, wie sieht das Fettgewebe aus, wie sieht dieser sogenannte Peritonealüberzug aus, das heißt das Bauchfell, sehen wir da schon Metastasen oder eben andere Veränderungen und fangen dann eben mit dem Zuschnitt an. Gut, wichtig sind für den Chirurgen nachher und eben auch für den Patienten und für die weitere Therapie die Beurteilung der Resektionsränder. Das heißt, wir haben hier einmal eben den oberen Präparatrand. Genau, das ist dieser Teil hier und hier sieht man die Darmschleimhaut. Das ist hier in diesem Bereich bereits aufgeschnitten und den Rand werden wir uns gleich schneiden, den wir dann eben gezielt histologisch untersuchen. Gucken, finden wir da Zellen, bösartige Zellen drin. Ebenfalls machen wir das Ganze mit dem unteren Rand, den finden wir hier. Und auch der wird gleich getrennt untersucht. Was wir hier jetzt schon im Vorfeld gemacht haben, ist, dass wir dieses Fettgewebe drumherum schon mal schwarz getuscht haben. Denn auch das ist eben ein Rand, in dem sich später Krebszellen befinden können und den wir eben dann auch nochmal getrennt untersuchen müssen. Okay. Ich würde dann einfach erstmal den oberen Rand abschneiden. Das Ganze wird dann schon mal in eine Kapsel gepackt, die entsprechend vorbeschriftet ist. Genau so. Das bedeutet hier das R1, das ist für uns immer das gleiche Symbol eben für den oberen Präparatrand oder oralen Präparatrand. Das bräuchte ich jetzt zweimal in diesem Fall. Dass wir den eben einmal komplett in der gesamten Ausdehnung erwischen. Okay. Die Stücke sind ja noch relativ groß, ne? Genau. Das ist jetzt das formalinfixierte Gewebe. Das bedeutet, davon können wir noch keine Schnitte machen fürs Mikroskop. Die müssen erst einmal entwässert werden. Da haben wir entsprechende Automaten. Die werden wahrscheinlich auch gleich noch gezeigt. Und dann in Paraffin gegossen. Und aus diesen Paraffin gegossenen Blöcken kann man dann eben an dem Mikrotomarbeitsplatz mikroskopische Schnitte anfertigen. Das heißt, die 1-2 Mikrometer, die
wichtig sind. Wir schneiden vier Mikros. Genau, vier. Okay. Gut. Ich schneide eben den unteren Präparator und dann schneiden wir das Ganze gleich mal auf und gucken uns den Tumor an. Jetzt schneiden wir das einmal in Längsrichtung auf. Dann kann man eben hier sehen, das sieht ja jetzt ganz, das Ganze sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Sanduhr. Das heißt, dass die Darmlichtung in diesem Bereich verengt ist. Das liegt eben durch den Tumor, der das Ganze ein bisschen zusammenzieht, hier auch in die Lichtung reinwächst. Ich finde, da kann man sich hier ganz gut vorstellen, dass sowas eben auch mal Symptome machen kann. Das heißt, das eine natürlich Extremform ist ein Darmverschluss, das andere, wenn eben Gefäße erodiert werden, dass es zu Blutungen kommt. Das kann man hier ganz gut sich vorstellen, zumal der eben auch relativ weit durch die Wand durchgeht hier. Und wo ist jetzt genau der Tumor? Der Tumor befindet sich in diesem Bereich. Da, wo das hier so zusammenläuft, wo es enger wird. Und hier oben fängt es an, dieses knotige, knollige, so grau, weiß, grau-braun. So imponieren die häufig. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass diese kleinen Stückchen, die Herr Ohles da rausgenommen hat und in diese kleinen Schälchen gelegt hat, die sind natürlich noch deutlich zu groß, um sie unter das Mikroskop zu legen. Deshalb müssen die jetzt so fein präpariert werden, dass sie nachher wirklich hauchdünn auf einem Stück Glas liegen, um dann unter das Mikroskop zu kommen. Und wie das passiert, wie diese quasi hauchdünnen Stücke produziert werden, das habe ich dann in einem nächsten Raum erfahren. Da gab es dann wirklich so den Feinzuschnitt. Dazwischen liegen aber mitunter auch ein paar Stunden, wenn nicht sogar manchmal einen Tag, weil die Präparate, die dann da gehobelt werden, wie wir gleich sehen, die müssen natürlich entsprechend erst in einer Art Wachs gelegt werden und dann auch entsprechend vorab präpariert werden. So, wir befinden uns jetzt im Labor, wo die feinen Schnitte zubereitet werden. Und Frau Jagmur wird uns das zeigen, wie das geht. Zeigen Sie mal so einen Block, den Sie da haben. Das sind diese Blöcke, die vorbereitet wurden, über Nacht. Über Nacht bearbeitet worden und sind jetzt so fertig, dass man die schneiden kann. Genau. Es geht im Prinzip um diesen kleinen Bereich. Das ist ja, was ist das? Wachs? Nein, Wachs ist es nicht. Das ist Wachs. Das Paraffin ist Wachs. Nennt sich Paraffin. Okay, das ist Wachs. Und der kommt dann, wird dann hier eingespannt. Machen wir das mal. Und dann wird gehobelt. Und zwar so fein, das ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Man kann das am ehesten vielleicht mit dem Häutchen vergleichen, was man nachher am Frühstücksei hat. Das sind viele Mühe, die da diese Plättchen fein sind. Und die kommen dann in so ein Wasserbad. Und aus diesem Wasserbad heraus kann man sie dann mit so einer Glasoberfläche dann herausfischen. Und dann hat man sie schön sortiert. Dann kommen die Schnitte in einen entsprechenden Ständer, die klippmarkiert sind, wo die Färbung auch hinterlegt ist. Und das ist jetzt eine HE-Färbung, eine Übersichtsfärbung, die im Anschluss gefärbt wird. Jetzt sind die Schnitte abgelaufen. Jetzt können wir zum Färbeautomaten. Gefärbt. So, das ist jetzt aber nicht die einzige Einheit in der Pathologie, die sich damit beschäftigt, diese Präparate vorzubereiten, damit nachher unter dem Mikroskop auch entsprechend eine Diagnose erfolgen kann. Es gibt noch eine andere, die diese Präparate auch ganz speziell behandelt, und da war ich auch. Ja, hallo erstmal. Ich erkläre jetzt ganz kurz die Immunhistologie, wie das hier vonstatten geht. Wir haben heute Morgen zwei Präparate geschnitten für die Antigene CD34 und CD117. Und die werden mittlerweile bei uns vollautomatisch gefärbt. Das heißt, wir laden an diesem Gerät die Präparate ein. Kommt hier so eine kleine Schublade rausgefahren.
Da setzen wir die dann rein und dann wird das gleich mittels des Barcodes eingelesen. Und jetzt wird wahrscheinlich ein kleiner Alarmton kommen, genau. Und jetzt sagt mir das Gerät, dass er gerne die zwei Antikörper besitzen möchte. Die hole ich dann einmal aus dem Kühlschrank. So. Und dann laden wir die ein. Dann haben auch die hier vorne einen Barcode, das ist alles im Computer registriert, damit da überhaupt gar nichts schief gehen kann. So, jetzt ist das Ganze eingelesen. Das hier sind die zwei Antikörper, die ich gerade eingelesen habe. Sage ich ihm fertig und hier auch nochmal. Die Präparate sind jetzt grün, das heißt, es ist alles in Ordnung. Wir können starten. Und jetzt durchläuft das einmal das Gerät und kommt am Ende dann fertig gefärbt raus, dass wir es nur noch archivieren müssen mit einem Deckgläschen und dann können wir das dem Arzt vorlegen, damit er seine Diagnose stellen kann. Man sieht also, da ist eine ganze Produktionskette im Hintergrund, die dafür sorgt, dass dieses Präparat dann letztendlich so perfekt vorbereitet ist, dass der Pathologe dann unter seinem Mikroskop entsprechend nachschauen kann und die Diagnose stellen kann. Und genau so einen Pathologen habe ich mich auch besucht. Das war da der leitende Oberarzt Dr. Reuter. So, nun bin ich beim leitenden Oberarzt hier in der Pathologie, Dr. Reuter. Da ist er. Und er wird die Schnitte, die hier gerade zubereitet wurden, jetzt unter das klassische Mikroskop legen und daran dann erkennen können, ob wir es hier mit einem Tumor, mit einem bösartigen Tumor zu tun haben. Ne? Ja. Genau. So, das sind die Schnitte, wie wir sie uns dann vorgelegt werden, in der Standardfärbung. Ja. Das ist Material aus dem Dickdarm. Genau, und ich mache jetzt hier mal, man sieht. Jetzt können Sie das sehen. Ist normale Dickdarmschleimhaut in der richtigen Schichtung hier und das Reihenfolge. Dann? Das ist die Schleimhaut. Mhm. Das ist die Grenzschicht der Schleimhaut, eine dünne Muskelschicht, Verschiebeschicht aus lockerem Bindegewebe, hier unten dann wieder Muskulatur. Mhm. Und hier sehen wir auf einmal, ändert sich das Bild. Hier werden die Drüsen ungeordnet, hier werden sie dunkel und hier wachsen sie durch die Grenzlamelle in die Verschiebeschicht. Also und hier, dieser Bereich hier, kann man also, das sagen? Ja. Und hier sogar in die Muskulatur rein. Sie wachsen zerstörend, das ist also ein bösartiger Tumor, das ist Dickdarmkrebs. Nun habe ich ja offen gesagt gedacht, dass damit alles gut ist, also dass wir jetzt wissen, aha, das ist jetzt Krebs, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt nicht den einen Krebs, sondern es gibt eine Vielzahl an Tumoren. Und dazu hat mir Dr. Reuter dann auch unter anderem einen Teil seiner Bibliothek gezeigt. Ja, wir sehen hier eine Reihe von Büchern aus verschiedenen Organsystemen. Und Sie sehen an diesen dicken Büchern, es gibt eben nicht nur den einen Krebs von Dickdarm oder Lunge oder Brust, sondern da gibt es reichlich das sind alles Tumore des Dickdarms, ne? So, man kann also festhalten, es gibt nicht den einen Krebs, sondern es gibt ganz viele und es gibt auch ganz viele Tumoren, die da unterschiedliche Eigenschaften haben. Und es gibt natürlich auch jeden Tumor nochmal in einer ganz eigenen Genetik. Also ja, jeder hat so seinen persönlichen Fingerabdruck in Anführungszeichen und im Idealfall kennt man den natürlich und weiß dann, welches Medikament bei welchem Tumor wie hilft. Und um das herauszufinden, also um quasi dem Tumor auf die Schliche zu kommen,
Dazu gibt es die Molekularpathologie im Institut für Pathologie. Die schauen nämlich, welche DNA steckt dahinter und wie kann man diesen Krebs dann möglichst effektiv mit den vorhandenen Chemotherapien oder anderen Therapien behandeln. So, wir befinden uns jetzt hier in der letzten Stelle der Pathologie, in der Molekularpathologie. Hier kommen die Objektträger nochmal hin und werden dann daraufhin überprüft, welche Genetik diesem Tumor zugrunde liegt. Und Frau Dr. Bird wird das jetzt uns mal zeigen, wie sie das dann jetzt hier ermittelt. Ja, also wir ziehen die Proben, die wir bekommen, auf einen Objektträger auf. Und der Pathologe, der die Probe bearbeitet hat, zeichnet uns vorher ein, wo denn das Tumorgewebe genau sitzt. Wir nehmen dann ein Skalpell und kratzen hier genau diesen Bereich ab, in dem der Tumor ist, und werden jetzt gleich daraus die DNA isolieren. Die DNA wird jetzt isoliert in diesem Gerät. Dafür nehme ich mir eine Kartusche, die beinhaltet magnetische Beads. Das Gerät kann jetzt automatisch das Zellmaterial mit der DNA auf diese Magnetbeads überführen und isoliert dann selbstständig durch diese verschiedenen Puffer die DNA, die an den Beads klebt. Und am Ende wird sie dann eluiert und in dieses Tube hier gelegt. So, in der DNA, die ich jetzt isoliert habe, habe ich die Gensequenzen, die wir später ansehen wollen, jeweils nur zweimal pro Zelle vorliegen. Um die analysieren zu können, muss ich die erst kopieren. Das heißt, ich gebe der DNA Enzyme, setze eine Reaktion an und die kann dann auf dieser Maschine hier laufen. Die macht verschiedene Temperaturen und verschiedene Zeiten, um diese Vervielfältigung zu ermöglichen. So, das waren alles Vorbereitungen, um die DNA entsprechend dann auch analysieren zu können. Und jetzt sind wir dann in einen anderen Raum gegangen. Die müssen auch getrennt voneinander sein, weil es auch sonst genetisch oder hygienisch irgendwie nicht ideal ist, habe ich mir sagen lassen. Jedenfalls jetzt geht es dann um die eigentliche Analyse. In diesem Raum analysieren wir unsere DNA am Ende, die wir zuvor vervielfältigt haben. Dafür nehmen wir die Sequenzierer, diese Automaten. Mit denen können wir an bestimmten Positionen in der DNA nachsehen, ob eine Mutation im Tumor vorhanden ist, also eine genetische Veränderung. Und wenn wir diese finden, dann kann der Arzt am Ende eine Entscheidung treffen, wie die Therapie auszusehen hat. So, wir sehen jetzt hier das Ergebnis unserer Sequenzierung. Hier ist der Patient, den wir sequenziert haben, und die Kontrolle. Und man sieht hier eindeutig, dass hier ein Peak zu viel auftritt. Das zeigt uns an, dass der Patient genau an dieser Position eine Mutation aufweist. Und das ist die Position Chaos 12. Ja. Ne? Ja, genau. Punktmutation im Chaos Exon 12. Eindeutig klar. So, und das war die lange Kette an Maßnahmen und an Instanzen, die daran beteiligt sind, zu erkennen und zu analysieren, welchen Tumor wir da vorliegen haben. Und daraus abgeleitet kann man dann eine Therapie erstellen. Und das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr beeindruckend, weil das habe ich in der Größe und in der Menge nicht erwartet, dass da so viel Aufwand betrieben wird. Und dass das vor allen Dingen auch so High-End ist. Also das war wirklich, ich habe viel gelernt, sagen wir es so. Vielen Dank nochmal an das Team in der Pathologie, dass die mich da auch haben alle so über die Schulter gucken lassen. Ist ja auch nicht so normal, dass man da dann mit einer Kamera steht. Deshalb vielen Dank nochmal. Und auf bald, wir sind ja im Rahmen des Tumor Takeovers noch mindestens zweimal live. Einmal von einer Tumorkonferenz und dann nochmal letztendlich den Onkologen, die dann diese Chemotherapie auch den Patienten verabreichen. Bis dahin. Tschüss.